Hello. What do you want to drink? Roboter und andere intelligente technische Systeme sind auf dem Vormarsch. Wie wir sie dazu befähigen können, möglichst gut mit uns zusammenzuarbeiten, das erforscht man beim Cluster CoTesis, Cognition for Technical Systems. Hier arbeiten Forscherteams verschiedener Münchner Forschungseinrichtungen daran, technischen Systemen kognitive Eigenschaften wie Lernen oder eigenständiges Handeln zu verleihen, die sonst nur Lebewesen haben. Damit diese Maschinen und Roboter uns Menschen helfen können, müssen wir mit ihnen einfach und natürlich kommunizieren können. Wir wollen durch interdisziplinäre Forschung neue Brücken bauen zwischen den Disziplinen, um neue Möglichkeiten der modernen Robotik und Automation zu erschließen. Um so komplexe Fragestellungen zu bearbeiten, braucht man ein Team, in dem viele Disziplinen zusammenarbeiten. Im CCRL, CoTesis Central Robotics Laboratory, arbeiten neben technischen Disziplinen zum Beispiel auch Psychologen an ganz grundlegenden Fragestellungen. Menschen sind dazu in der Lage, sehr flexibel miteinander zu interagieren und ihre Bewegungen aufeinander abzustimmen. Wir untersuchen, wie Menschen Bewegungen planen und aufeinander abstimmen, mit der Intention, daraus Prinzipien, Parameter ableiten zu können, die auch für eine erfolgreiche Mensch-Roboter-Interaktion interessant und relevant sind. Die Forschungsergebnisse helfen dabei, die Kommunikation mit den Robotern zu optimieren. In der kognitiven Küche sollen sie sich in einer zunächst fremden Umgebung zurechtfinden. Dann sollen komplexe Aufgaben folgen, zum Beispiel einen Tisch zu decken. Dafür muss der Roboter sich viele Fragen stellen und beantworten. Was ist überhaupt eine Tasse? Wann staple ich Teller, wenn ich sie zum Frühstückstisch bringe? Wie viele Menschen sind heute beim Frühstück dabei und haben diese vielleicht besondere Vorlieben? Beim Hantieren von einem Roboter in der Küche muss ein Roboter sehr viele Entscheidungen treffen. Da muss ich überlegen, wo stehe ich, um ein Objekt in die Hand zu nehmen, wie greife ich an das Objekt ran, wo fasse ich das Objekt an, wie viel Kraft nehme ich zum Hochheben, wo halte ich es dann. Und all diese Entscheidungen, die können nicht vorprogrammiert werden, sondern die muss der Roboter situationsbedingt selbst entscheiden. Beispiel dafür ist das Hantieren mit einer Flasche. Wenn der Roboter zum Beispiel ein Glas füllen will, wird er die Flasche am Bauch anfassen. Wenn er dagegen eben die Flasche wegstellen will, wird er sie am Hals greifen. Um dem Menschen immer gleiche und auch physisch schwere Aufgaben abzunehmen, wurden Maschinen überhaupt einst entwickelt. In der Fabrik der Zukunft sollen Fertigungsstrecken aber viel mehr können. Sie sollen selbst lernen können und so ihre Arbeitsprozesse ständig anpassen und verbessern. Damit sollen die Vorteile von intelligenten, automatisierten Systemen auch mittelständischen Unternehmen näher gebracht werden. Es ist eine Palette am Band verfügbar. Soll ich sie holen? Roboter, ja, bitte. Gut, dann hole ich die Palette. Willkommen in der kognitiven Fabrik, einem weiteren Arbeitsbereich des CoTesis Clusters. Die kognitive Fabrik, die Fabrik der Zukunft, wird sich selbst optimieren können, selbst verbessern können. Sie wird mit neuen Informations- und Kommunikationsmedien ausgestattet sein, sodass Ressourcen, Produkte untereinander kommunizieren können und Erfahrungen austauschen können. Das heißt, die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter am gleichen Arbeitsplatz wird in der Zukunft nicht mehr die Ausnahme, sondern eher die Regel sein. Dabei sind die Forscher nicht darauf aus, den Menschen zu ersetzen. CoTesis sieht den Roboter als Partner, der dem Menschen hilft, eine noch qualifiziertere Arbeit besser und schneller auszuführen. Hallo Jürgen, was brauchst du denn? Hallo Ilias, kannst du mal schauen, welche Schrauben ich für das Werkstück brauche? Ich glaube, bei deinem Werkstück sind die M6 im Busschrauben in der Stückliste eingetragen. Bis später. Roboter Elias hilft seinen menschlichen Partnern schon jetzt mit verschiedensten Zuarbeiten. Seine ultraschnellen Augen müssen zwar noch von einem Menschen bedient werden, aber schon bald wird auch dieses System unabhängig sein. Im Cluster CoTesis gibt es natürlich noch viele andere Forschungsprojekte und viele weitere kluge und wissensdurstige Nachwuchsforscher, die Robotern und anderen technischen Systemen immer mehr beibringen wollen.
Unsere Roboter beispielsweise sollen in der Lage sein, ihre Umwelt zu erkennen, zu interpretieren, flexibel auf sie zu reagieren, und sie sollen vor allen Dingen auch in der Lage sein, mit Menschen auf möglichst natürliche Art und Weise zu interagieren, sodass sie praktisch unser täglicher Begleiter und Helfer sein können. Dass Roboter in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen werden, ist sicher. Wie gut sie mit uns zusammenarbeiten und wie gut sie für uns arbeiten, das hängt auch von den Forschungsergebnissen des Clusters Codesys ab.